Hey liebe Blubber Family und herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo hier am Sonntag bei Ankas Beglubber. Der Buchmesse-Monat Oktober hat begonnen und ich kann euch sagen, er hat so einige richtig tolle, spannende und vor allem auch sehr wichtige Titel für uns im Petto. Wenn ihr wissen möchtet, welche Buchcover euch entgegenlächeln, wenn ihr in den nächsten Tagen und Wochen eine Buchhandlung betretet, dann bleibt jetzt dran. Wir schauen uns gemeinsam die Neuerscheinungen aus dem Monat Oktober an. Natürlich kann ich euch nicht alle neuen Bücher zeigen, die in diesem Monat erscheinen. Ich habe wie immer meine favorisierten Neuerscheinungen rausgepickt. Es gibt auch wie immer einen Blogpost zu diesem Video, den verlinke ich euch ganz oben in der Videobeschreibung. Dort findet ihr sämtliche hier vorgestellten Bücher nochmal aufgelistet, samt Cover, Erscheinungstermin und Kurzbeschreibung. Da könnt ihr euch dann auch nochmal informieren. Ihr braucht jetzt also nicht mitschreiben, lehnt euch zurück und lasst uns gemeinsam über die tollen neuen Titel blubbern, die in den nächsten Wochen erscheinen. Bevor wir starten, noch ein bzw. zwei kleine Hinweise für euch. Wenn ihr in die Videobeschreibung schaut, dann findet ihr nicht nur meinen Blogpost verlinkt, sondern auch noch das ein oder andere Video zum Thema Neuerscheinungen aus dem Monat Oktober. Denn meine BookTube-KollegInnen sind genauso fleißig. Auch sie schauen sich regelmäßig in den Verlagsvorschauen um. Und da so viele tolle, interessante, diverse Titel erscheinen, bitte ich euch auch bei meinen KollegInnen vorbeizuschauen, denn auch da werdet ihr sicherlich noch den ein oder anderen Schatz finden. Hinweis Nummer 2. Am vergangenen Dienstag fand bei meiner lieben Steffi auf ihrem Kanal Lady of the Books unser gemeinsames Quartals-Hangout statt, in dem wir uns immer im vierteljährlichen Abstand die Neuerscheinungen der kommenden 3 Monate anschauen. Das heißt, wenn ihr über den Oktober hinausschauen möchtet, dann guckt auf jeden Fall im Hangout vorbei. Steffi und ich haben euch richtig, richtig coole, tolle neue Bücher rausgesucht, die im Oktober, November und Dezember erscheinen. Wir beschränken uns aber auf den Oktober und starten direkt mit einem Knaller, den ich euch vorstellen möchte. Aus dem Bereich Jugendbuch bzw. All Age. Felix Ever After von Cason Callender erscheint am 29. Oktober im Lux Verlag und wird ab 14 Jahren empfohlen. Dieser Titel wurde bereits vom Time Magazin zu einem der 100 wichtigsten und einflussreichsten YA-Bücher aller Zeiten gewählt. Und das soll was heißen. In diesem Roman geht es um einen jungen Transmann. Er heißt Felix Love und er verweilt aktuell in einer Art Schockstarre. Er denkt, dass er nicht liebenswert sei, weil er einfach zu viele Ausschlusskriterien erfüllt. Er ist queer, er ist trans und er hat braune Haut. Boah, Leute, und ich kriege da schon direkt eine Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, dass es tatsächlich junge Menschen gibt, die so denken müssen, die sich dazu gezwungen fühlen, so zu denken. Und das macht mich so traurig. Und deswegen ist es so super wichtig, dass Transmenschen, Transmänner, Transfrauen in Büchern stattfinden. Und zwar nicht als irgendwie ein lustiger Sidekick-Charakter, sondern eben als Hauptcharakter. Ja, und mit der Gänsehaut geht es direkt weiter, denn Felix widerfährt etwas, was wahrscheinlich vielen Transmännern und Frauen schon passiert ist. Er erhält transfeindliche Instagram-Nachrichten und auch sein Deadname wird öffentlich gepostet in Kombination mit alten Bildern von ihm. Wie reagiert man? Wie reagiert Felix jetzt in dieser Situation? Er könnte natürlich in seiner Schockstarre verweilen, wie es wahrscheinlich sehr viele Transmenschen, Transfrauen, Transmänner in seiner Situation machen würden. Aber Felix, ja, merkt jetzt, ist der Moment gekommen, in dem er handeln muss. Er konfrontiert seinen Peiniger mit dem, was er fühlt und möchte herausfinden, wer ihm das angetan hat. Dabei verstrickt er sich in einem Netz aus ungeahnten Gefühlen, Identitätssuche und wahrer Freundschaft. Ich glaube, dass dieser Roman sehr augenöffnend sein kann. Augenöffnend für uns alle, die wir noch viel zu wenig über Transsexualität wissen. Außerdem denke ich, dass dieser Roman auch sehr wichtig für die queere Community ist. Es ist so wichtig, dass queere Charaktere nicht nur im wahren Leben stattfinden, sondern eben auch in Büchern, in Filmen, in fiktiven Geschichten, damit junge Menschen
oder auch ältere Menschen sich irgendwie in diesen Geschichten wiederfinden können. Bisher haben sie so wenig stattgefunden und wenn, dann immer nur als irgendwie lustiger Sidekick-Charakter. Kennt ihr, ihr kennt sie bestimmt alle, diese Romane oder diese Frauenromane, jetzt spreche ich auch schon in Schubladen, diese Romane, diese Liebesromane, in denen Frauen einen schwulen besten Freund haben, der immer als der Lustige, der Einfühlsame bekannt ist. Ich meine, ja, es ist natürlich schön, aber hallo, wer erzählt denn die Geschichte dieses Charakters? Es ist so wichtig, dass es immer mehr passiert, dass es immer mehr Bücher über queere Charaktere gibt. Und ich sehe es auch ein Stück weit als unsere Aufgabe in der BookTube- oder Blogger-Community, dass wir diese Bücher auch zeigen, dass wir sie präsentieren. Nicht nur, dass wir sie lesen, sondern dass wir ihnen eben auch eine Bühne geben. Denn diese Bücher, diese Geschichten, diese Figuren haben bisher viel zu wenig stattgefunden. Und ich glaube, wir können einiges damit bewirken. Wir können selbst Aufklärungsarbeit leisten. Wir können aber auch erstmal Verständnis dafür entwickeln, wie sich die Menschen fühlen, die eben betroffen sind, die der queeren Community zugehörig sind. Deswegen würde ich mich sehr freuen, liebe Blubber Family, wenn ihr euch diesen Titel einfach merkt, wenn ihr ihn auf eure Wunschlisten schreibt und diesem Titel eure Aufmerksamkeit schenkt. Und bevor ich es vergesse, eine nicht ganz unwichtige Info noch für euch. Dieser Roman hat auf der Verlagswebsite bereits eine Triggerwarnung bekommen, was ich sehr, sehr, sehr gut und wichtig finde. Das heißt für euch, bevor ihr auf den Bestellen, Vorbestellen-Button klickt, bevor ihr in eurer Buchhandlung anruft oder den Buchladen stürmt, um euch diesen Titel zu greifen, guckt auf der Verlagswebsite vorbei, guckt euch die Triggerwarnung an und dann dürft ihr loslegen. Kommen wir zu einem weiteren spannenden und in meinen Augen auch sehr wichtigen Titel. Am 13. Oktober erscheint der neue Jugendthriller von Ursula Posnansky. Er heißt Shelter und wird ebenfalls ab 14 Jahren empfohlen. Die Geschichte beginnt mit einer Idee, mit einer, ja, man könnte schon beinahe sagen, einer Schnapsidee, denn diese Idee ist nach einer Party, die ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist, entstanden. Es geht um Jugendliche, die nach dieser Party in Katerstimmung sind und eine völlig verrückte, irre Idee haben. Sie möchten nämlich eine Geschichte in die Welt setzen, in der es um Außerirdische geht, die die Erde besucht haben. Und zwar soll es nicht irgendwie eine fiktive Geschichte sein, sondern sie behaupten, wie auch immer, auf welchen Kanälen auch immer, dass es diese Begegnung mit den Außerirdischen tatsächlich gegeben hat. Ich meine, wir alle haben so eine Behauptung sicherlich schon mal irgendwo, irgendwie, irgendwann gelesen. Was passiert jetzt aber, wenn sich diese Idee verselbstständigt und wenn immer mehr Menschen diese Aussage für bare Münze halten? Was, wenn du dir eine völlig absurde Geschichte ausdenkst, sie zum Spaß in die Welt setzt und plötzlich glauben alle daran? Ein schockierender Thriller über einen Streich, der zur verwirrenden Realität wird. Der Löwe Verlag schreibt auf seiner Website noch folgenden Satz: Ursula Posnanskys neuer und hochaktueller Bestseller ist eine wache Analyse der Mechanismen moderner Verschwörungstheorien und ihrer Auswirkungen. Und auch hier haben wir deswegen wieder einen Titel, der so wichtig ist. Aufklärung ist, glaube ich, das A und O in unserer Gesellschaft. Wir alle werden tagtäglich mit Fake News konfrontiert. Wie kann man da filtern? Wie kann man herausfinden, was es jetzt war und was es nicht war? Und wie entstehen überhaupt solche Verschwörungstheorien? Wie entwickeln sie sich weiter? Wie kann man dahinter kommen? Und. Ich hoffe, dass wir hier Antworten finden, dass wir ein Stück weit vielleicht auch gewarnt werden, dass wir eben aufgeklärt werden und das Ganze natürlich in Kombination mit einem spannenden Thriller aus der Feder von Ursula Posnansky. Ich habe zum gemeinsamen Hangout mit Steffi schon gesagt, aber hier an dieser Stelle gerne nochmal. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr stolz und glücklich über unsere aktuelle Jugendliteratur. Es ist großartig, dass solche Titel, solche Geschichten in den Verlagen stattfinden, dass sie auch jetzt hier zum Beispiel als Spitzentitel rausgebracht werden und ich find's so wichtig und so toll. In die Riege dieser spannenden und vor allem auch sehr wichtigen Bücher zählt auch dieser Titel. Off the Record, Unsere Worte sind unsere Macht von Cameron Garrett, wird ab 14 Jahren empfohlen und erscheint am 14. Oktober im Areda Verlag. In dieser Geschichte geht es um die 17-jährige Protagonistin Josie. Für Josie ist Schreiben ihre große Leidenschaft. In ihren Texten hat sie die Möglichkeit, ihre Gedanken fliegen zu lassen und ihr inneres Sorgenkarussell anzuhalten. So steht es in der Kurzbeschreibung und ich finde das doch sehr treffend. Ja, es ist auch nicht verwunderlich, dass sie aufgrund ihres Talents einen Schreibwettbewerb gewinnt
und sie deswegen ein Filmteam auf eine Pressetour durch die USA begleiten darf. Diese Reise entwickelt sich für Josie aber ziemlich schnell zu einem Albtraum. Denn sie erfährt etwas Ungeheuerliches. Ein gefeierter Regisseur belästigt Mädchen und Frauen am Set und kommt offenbar schon lange damit durch. Ja, auch das ist ein Thema, das uns in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat. Und es ist so wichtig, dass dieses Thema auch in Jugendliteratur bzw. in Literatur für junge LeserInnen stattfindet. So, was macht Josie jetzt? Für Josie ist es natürlich eine große Herausforderung, mit dieser Situation umzugehen. Denn ja, was kann ein Mädchen wie sie schon ausrichten? Es gibt so viele Gründe zu schweigen. Es gibt so viele Gründe, nichts zu sagen. Und doch muss Josie den Mut finden, den Text zu schreiben, der alles verändern wird. In Off the Record gibt Cameron Garrett all den mutigen und kämpferischen Menschen ein Gesicht, die sich für Gerechtigkeit einsetzen und deren Geschichten doch zu oft unsichtbar bleiben. Ich denke, ihr könnt nachvollziehen, dass ich diesen Titel hier in diese Vorschau mit aufgenommen habe. Er ist super wichtig. Oder was sagt ihr? Werdet ihr diesen Titel auf eure Wunschliste schreiben? Auf meiner steht er bereits. Für dieses Genre, also für Jugendbuch und All Age, habe ich mir zwei weitere Titel rausgepickt, die ihr auf dem Blog findet. Ich werde sie hier jetzt nicht so ausführlich vorstellen, aber ganz kurz erwähnen. Zum einen erscheint am 13. Oktober Bunte Fische überall von Katrin Schrocke, wird ab 12 Jahren empfohlen und erscheint bei Mixed Vision. Es handelt sich hierbei um einen herrlich komischen Roman über das Gefühlsleben von Teenagern, kunterbunte Familienkonstellationen und die Erkenntnis, dass es im Leben erst spannend wird, wenn man nicht mit der Masse schwimmt. Worum es in der Geschichte genau geht, könnt ihr euch auf meinem Blog anschauen. Ein weiterer Titel ist dieser hier, Lifelike, das Babel-Projekt, ein neuer bzw. alter Roman von J. Christoph, wird ab 14 Jahren empfohlen und erscheint am 20. Oktober bei DTV Junior. Erstmalig möchte ich euch heute einen Titel aus dem Bereich Sachbuch vorstellen, und zwar diesen hier. Am 18. Oktober erscheint bei Goldmann Mama, ich bin schwul von Riccardo und Anna Simonetti. Ich gehe davon aus, dass viele von uns Riccardo Simonetti kennen. Er ist ein gefeierter und sehr erfolgreicher Influencer. Und in diesem Buch, ich glaube, es ist sein erstes Buch, erzählt er zusammen mit seiner Mama, wie damals sein Coming-out war. Riccardo Simonetti und seine Mutter Anna erzählen sehr persönlich von Riccardos Coming-out und davon, was es für die Eltern-Kind-Beziehung bedeutet, wenn das Kind von den Erwartungen der Eltern abweicht. Schlimm. Also ich kriege auch da schon wieder eine Gänsehaut. Das ist, ich habe kürzlich einen Text gelesen, so ein bisschen im Poetry-Slam-Style, der mir sehr unter die Haut gegangen ist. Und da wurde sich auch die Frage gestellt, warum überhaupt ein Coming-out noch stattfinden muss. Ist es nicht egal, welche Sexualität man hat? Ist es nicht total egal, wen man liebt? Also ich schließe mich dem unheimlich gerne an. Aber es ist trotzdem auch wichtig, dass eben solche Bücher wie dieses hier eins ist, erscheinen, um Aufklärung zu betreiben, um ja, anderen Menschen, die sich in der gleichen oder ähnlichen Situation befinden, eine Stütze zu geben, um zu sagen, hey, du bist nicht allein, egal ob es jetzt hier die Elternrolle ist oder eben die Kinderrolle. In der Kurzbeschreibung heißt es weiter, denn so freigeistig und bunt Riccardos Leben heute auch sein mag, so schwierig war es für ihn, sein konservatives Umfeld zu durchbrechen. Auch seine Mutter, die von einem streng katholischen Elternhaus geprägt wurde, musste einige Hürden überwinden, um voll und ganz zu ihrem Sohn stehen zu können. Entstanden ist ein sehr intimes Buch, das Einblick in die Perspektive des jeweils anderen gibt und zeigt, was Eltern und Kinder voneinander lernen können. Als nächstes habe ich euch einen Titel aus dem Bereich Romance mitgebracht, und zwar diesen hier. Fox Crossing, Mein wildes Herz von Melinda Metz ist bereits am 1. Oktober im Knauer Verlag erschienen. Im idyllischen Fox Crossing in Maine gibt es eine alte Legende. Wer einer Füchsin mit weißem Ohr und weißer Pfote begegnet, dem soll sie Glück bringen. Angeblich hat die Füchsin auch die Großeltern von Annie Hatherley zusammengebracht. Trotzdem hält Annie die Legende für ein Märchen, das man eben Touristen erzählt. Als Nick in Annies Laden für Wanderausrüstung auftaucht, sieht sie sofort, dass er nicht bereit ist für die Wildnis des Appalachian Trails, dessen gefährlichste Etappe kurz hinter Fox Crossing beginnt. Doch Nick ist wild entschlossen, sein altes Leben hinter sich zu lassen und in der unberührten Natur neue Kraft zu tanken. Ja, und dann kommt es natürlich, wie wir uns schon denken können. Wenig später erweisen sich Annies Warnungen als allzu richtig. Nick verunglückt und gerät in Lebensgefahr.
Wer wird ihn retten? Na, ihr könnt es euch sicherlich schon denken. Wie durch ein Wunder wird er von Annie gefunden, woran eine gewisse legendenumwobene Füchsin nicht ganz unschuldig ist. Wie es mit den beiden weitergeht, werde ich vielleicht herausfinden. Ich mag Geschichten, die in der wilden Natur spielen, sehr und freue mich jetzt hier auf Annie und Nick. Der nächste Titel, den ich euch zeigen möchte, kommt definitiv aus dem Bereich Spannung. Und zwar, haltet euch fest, am 20. Oktober gibt es endlich etwas Neues zu lesen von Anne Freitag. Und nein, es ist kein Jugend- bzw. All-Age-Roman, sondern ein neuer Spannungsroman. Reality-Show heißt er. Er erscheint, wie gesagt, am 20. Oktober bei DTV. Die Geschichte hat folgende Ausgangssituation. Denkt euch ein paar Wochen voraus. Es ist Heiligabend. An diesem Abend werden die einflussreichsten Personen Deutschlands in ihren Häusern eingesperrt und ihre Geiselnahmen werden live übertragen. Der Showmaster des ganzen Spektakels tritt vor die Kamera und erklärt die Spielregeln. Zwar wählen die Menschen ihre Regierung, die Macht liegt jedoch längst nicht mehr beim Volk. Heute präsentieren wir Ihnen diejenigen, die wirklich entscheiden, wer zum Gewinner und wer zum Verlierer des Systems wird. Und glauben Sie mir, jeder von Ihnen hat mindestens eine Leiche im Keller. Ja. Nun haben die Zuschauer die Wahl, wer mit einem blauen Auge davonkommt und wer bluten muss. Das klingt unheimlich spannend, oder? Und vor allem auch nach einer Idee, die eigentlich gar nicht so fern zu sein scheint. Ich meine, das, was im Land so vor sich geht, die Stimmen, die jetzt gerade im Vorfeld der Wahl sehr laut geworden sind, man hat gemerkt, alle sind irgendwie unzufrieden und ich kann mir vorstellen, dass Anne Freitag hier so ein bisschen den Nerv der Zeit trifft und das Ganze wahrscheinlich so ein bisschen auf die Spitze treibt. Nicht nur, dass sie hier die einflussreichsten Deutschen als Geiseln nimmt oder nehmen lässt. Nein, sie bezieht auch diesen ganzen Social-Media-Aspekt mit ein. Etwas, das mir in The Passengers von John Mars auch schon richtig, richtig gut gefallen hat, was mir Angst gemacht hat, was mir unter die Haut gegangen ist und was der Gesellschaft irgendwie so einen Spiegel vorgehalten hat. Und ich finde es auch wieder sehr, sehr, sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und das Ganze vielleicht auch mal in solch ein Buch zu packen. Ich bin sehr gespannt darauf. Anne Freitag schreibt unglaublich gut und ich freue mich wirklich sehr auf Reality Show. Auf meinem Blog findet ihr zwei weitere Neuerscheinungen aus dem Bereich Spannung. Zum einen ist es dieser Thriller von Wendy Walker. Herzschlag der Angst erscheint am 20. Oktober bei DTV und klingt auch sehr, 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 sehr interessant. Und dann ist der Oktober natürlich auch der typische Fitzek-Monat. Wir alle haben sicherlich schon mitbekommen, dass da was in der Mache ist. Playlist heißt sein neuer Psychothriller, erscheint am 27. Oktober. Im Hangout mit Steffi gab es eine ganz, ganz, ganz spannende Diskussion zu diesem Titel mit unterschiedlichen Standpunkten, unterschiedlichen Meinungen. Die Diskussion hat mir sehr gut gefallen. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn ihr mehr über diesen Titel erfahren möchtet, werft auch mal einen Blick auf meinen Blog. Da findet ihr die Kurzbeschreibung. Gut, das waren die Neuerscheinungen aus dem Monat Oktober, die ich euch gerne zeigen wollte. Jetzt freue ich mich natürlich sehr darauf, herauszufinden, auf welche Bücher ihr euch denn so freut. Welche Bücher stehen auf euren Wunschlisten für den Oktober? Habt ihr Titel jetzt hier aus diesem Video mitgenommen? Waren Tipps für euch dabei? Oder stehen vielleicht ganz andere Bücher auf eurer Wunschliste? Rein damit in die Kommentare. Liebe Blubber-Family, ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausblick auf den Oktober gefallen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.